Und bei der Nummer 1 der Worst-Filme von uns gibt es ebenfalls einen Schweizer Vertreter. Ja. Ja, das Höllentor von Zürich. Ja, das Flo. Scheiß fucking Höllentor. Wie viele Minuten hast du davon gesehen? Ich glaube zwischen 30 und 40 Minuten. Und du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin einfach rausgelaufen, weil ganz ehrlich, Cyril Oberholzer holt uns nicht im Kino, weil ich finde ganz ehrlich, dieser Film, Mann, meine Fresse, prätentiöse Scheiße. Ganz, also ich fand, das ist so ein klassischer Fall von, dass ein Film sich intellektueller und cleverer gibt, als er ist, oder er versucht, seine Intellektualität mit einem Feigenblatt von Crap zu verbergen und das Publikum für dumm zu verkaufen. Nur weil etwas weird ist, ist es noch lange nicht intelligent. Und der Film, was man auch noch sagen muss, ist ein Remake, mit in den Worten des Regisseurs, von Danny Boyles Film, wie heißt er da, irgendwie etwas Hours. Als James Franco zwischen Felsen stecken bleibt. Auch ein fucking scheiß Film. Und dieser Film, ganz ehrlich, der hat mich wirklich wütend gemacht. Ich saß da drin, Jan neben mir, Jan war so ein bisschen desillusioniert, verständlicherweise, und ich war einfach wirklich wütend, weil ich dachte, was der uns hier vorsetzt, dass der traut sich am NIFF zu bewerben mit anderen Filmen in dieser wirklich Größe. Nein, aber das war kein Competition. Trotzdem, ganz ehrlich, Heiko Muses Film hätte für viel, viel mehr Stimmung gesorgt, bin ich überzeugt, als dieses scheiß fucking Höllentor. Dann sollen sie Nacho zeigen das nächste Mal. Ich bin auch der Meinung, ich bin nicht der größte Fan von Heiko Mus, aber mehr Integrität im Film und vor allem die Themen zum. Nein, wie soll ich sagen? Konsequenter in seiner Drehweise finde ich Nacho durchaus. Ja, nein, ich glaube eben auch, dass Heiko Mus hat nicht den Anspruch, dem Publikum zu verkaufen, wie unglaublich clever das er ist. Eben, das meine ich mit Konsequenz. Das will er nicht, oder? Das braucht er nicht, das kann er nicht. Und von dem her finde ich das viel authentischer. Und Cyril Oberholzer, auch trotz Züribahn, frisurtechnisch meine ich, kann er uns einfach hier nicht verkaufen, dass er ein Intellektueller ist, weil dieser Film beginnt in einer Prämisse, die in das Ähnliche läuft wie Tone Deaf, so diese Kritik an Generationen, genau. Die Kritik an der Mediensüchtigkeit, am Konsumsucht, und läuft dann absolut ins Nichts. Unterhaltungssucht auch. Ja, stimmt, es läuft nicht ins Nichts. Du hast es zwar nicht gesehen, aber ich war da. Ich habe mir den ganzen Film angeschaut und ich habe gesehen, dass es ins Nichts läuft, weil er weiß nicht, wie das Thema zu behandeln ist. Aber keine er Idee. Verliert das Thema nach 20 Minuten. Er gibt ja auf. Es verliert sich einfach. Und du hast die letzten 20 Minuten nicht gesehen. Und ich rate dir, damit du noch mehr Hass entwickeln kannst, schau dir die letzten 20 Minuten an und berichte mir oder berichte den Zuhörern zumindest darüber, was du empfunden hast. Weil ich war dann wirklich wütend am Schluss. Ja, nein, aber weißt du, ich ziehe das dann so ins Extrem. Also ich werde noch viel wütender, glaube ich, als du. Und das ist doch gut. Ich empfehle auch an dieser Stelle, wie ich es schon bei Rob Zombie empfohlen habe, Cyril, hör auf mit der Scheiße, wirklich. Also mach was anderes. Das kannst du besser. Mach Musik. Mach Musik, ja, vielleicht. Gibt es da was Besseres? Du hast ja eine tolle Freundin. Ich glaube, ihr könnt euch super ergänzen in einem anderen Bereich. Aber in einem Film lass bitte sein. Also, oder reist aus, wandert aus. Ja, genau. Es gibt ja da ein Video, wo ihr in Japan irgendwie auf LSD seid oder so. Ich bin überzeugt davon, dass das echt war. Darum geht auf Japan. Da gibt es ein gutes Suizidwäldchen. Wow. Nein, sorry. Nein, das nicht. Aber nein, bitte keine Filme mehr. Und wenn ein Film, dann versuch es in authentisch und in ehrlich. Die katholische Kirche unterstützt kein Suizid. Jetzt muss ich hier Jan als Jesuiten vertreten. Ja, gut, okay. Von mir gibt es einen Daumen nach oben für den Suizid. Auf jeden Fall. Nein, lassen wir das sein. Nummer 1 für uns, das Höllentor. Prätentiöser Crap. Nein, es ist sogar gratis auf YouTube erhältlich. Wirklich? Ja, es ist wirklich schlimm. Okay, und es war ein großer Fehler. Ich war im Pressescreening und auch dort, die Presseleute sind rausgelaufen.
ich war wirklich einer der Einzigen, der bis zum Schluss geblieben ist, ganz ehrlich, weil ich zu viel Respekt für das Filmemachen habe. Ja, aber das muss ich vielleicht auch noch anmerken. Es gab in den letzten 10 Jahren vielleicht 2 Filme, wo ich abgeschaltet oder rausgelaufen bin. Ja. Und das einer davon ist das Höllentor. Mhm. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus. Ich meine, ja. Ich muss noch hier gutheißen, Flo hat versucht, einen Schweizer Film zu schauen. Ich wollte ihn wirklich anschauen. Nein, wir haben wirklich das Problem, dass wir keine guten Schweizer Filme finden, die im fantastischen Genre gute Vertreter wären. Das gibt es wirklich nicht. Und ja. Wir wollten diesem Film eine Chance gönnen. Genau, ich habe mir ja auch eigentlich vorgenommen, mit Cyril Oberholzer Kontakt aufzunehmen, weil ich war fest davon, also ich hatte wirklich einen optimistischen Ausblick darauf, weil ich dachte, mal irgendwie, ja, der macht Horrorfilme vielleicht, oder er macht einen Film, der wirklich ins Fantastische geht. Und mit dem können wir vielleicht im Podcast sogar noch sprechen, das wäre interessant. Aber jetzt, ja, ich glaube, diese Brücke haben wir deutlich abgebrochen. Das Gegenteil von Pontifex. Genau. Nein, eben, also das Höllentor von Zürich, ja, es war für mich schon ein Tor in die Hölle. auf jeden Fall. Aber David, haben wir, glaube ich, gut die 5 Worst-Filme abgeschlossen, oder?